Hallihallo, der Marco, ich bin schon wieder hier und bei mir ist die Caro. Caro Auskern, willkommen. Die Kärnten. Aus wo? Kärnten? Bezirk Völkermarkt. Ah, okay. Ich habe für dich das BLC zu sagen, für dich ist das. Das ist halt von Krankenpflege. Ha, das ist ja genau mein Ding, sozusagen. So, da kennt man sich ein bisschen aus in der Branche. Ja, genau. Gott. Na gut, dann bin ich auch froh, dass ihr nichts zu verbergen habt hier. Jetzt bei uns alles korrekt läuft. Wir machen einen Septum bei der Caro. Dein 1, 2, wie viel ist das noch? 2. Noch 2, gut. Also, die 2. Aber das erste Mal bei uns, ne? Ja, genau. Bist du nervös oder? Ja, schon ein bisschen. Soll das betäuben? Kann man den Videoflex vielleicht auch tun? Mhm. Wenn du magst, gerne machen. Wenn du sagst, nee, ich möchte Corona haben oder so. Ja, vielleicht auf die Sicht. Nein, dann mach ich. Also es geht um nichts, man muss ja hier nicht den falschen Helden durchschlagen, das geht ja nichts. Das steht auch ohne gut zu überleben, aber wenn man ein bisschen helfen kann. Warum? Gut, dann haben wir das mal drauf. Das lassen wir jetzt kurz einwirken. Das dauert so knapp eine Minute, dann haben wir schon recht gute Wirkspektrum. Wir werden jetzt mal den Schmuck besprechen, was wir da nehmen können. Okay. Und ich zeige dir mal genau, was das dann ist. Ich würde generell bei einem Septum einen offenen Ring nehmen. Mhm. Und recht klein für eine Frau mache ich gerne die 1,28 Version mit dreier Kugeln. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schön. Da hat man eben nicht so einen riesen Äumel hängen. Später kann man es immer noch in alle Richtungen verändern. Das ist basic für den Anfang. Ja. Sollen wir es so machen? Ja. Okidoki, dann decke ich mal kurz alles für die Stirn. Du weißt eh, Sauna, dankbar zur Lage und schwimmen gehen, 3 Wochen nicht. Habe aber schon Blut und Sport auch morgen wieder. Habe Färben beim Friseur kein Problem. Aber das kann ich nicht. Brauchst du? Nein. Nein. Ich habe jetzt nur Praktikum, das ist irgendein Problem. Ich werde nur 3 Dienste. Im Krankenhaus, weil noch 3 Dienste. Haben andere auch. Also, das macht jetzt nichts. Weil, letztlich, was soll passieren? Du hast ja, wenn du das innen, Nasenbild und außen. Und du fasst ja auch nicht ins Gesicht während der Arbeit, also das ist alles kein Problem. Und wenn du danach das nochmal mit Fontanil sprühst, bevor du rausgehst, wenn du dann dich umziehst wieder, dann ist das alles kein Thema. Okay. So. Gut. Wo war noch den Schmuck? Ich zeige dir das noch kurz. Ich kann das hochreißen. Fall es gerade heraus. So. Das ist das Hufeisen. Mhm. Dann sieht das aus. Dann haben wir die 3 mm Kugel ohne Stein. 2-mal Kugeln. Das war's. Dann haben wir ein fertiges Set. So, mittlerweile soll sich das Haar so wirken, das spürst du aber nicht. Ja, das ist nicht so, dass du sagst, ah, mein Näschen schläft langsam ein oder kribbelt. Okay. Das ist beim Zahnarzt, wenn die Nerven wirklich dann quasi getaucht werden, also geblockt werden, dann merkt man das, aber das hast du bei uns jetzt nicht so, dass du auf einmal denkst, naja, jetzt irgendwie wechsle ich das Gesicht lang. Das haben wir dann sowas nicht, aber du wirst beim Stechen wirklich 30% sicher weniger spüren. Okay. Ich hätte dich gerne ohne Brille, weil die Brille mich immer etwas stört. Gut. Passt. Wie lange bist du noch in Wien? Ich bin jetzt mit dem 3. Semester bald fertig. Hast du noch eine Zeit? Wie viele Semester hat das? 6? 6er, ja. Gut. Naja, ist ja schön in Wien, oder? Fühlst du dich wohl, oder? Magst du ja, immer gerne lieber. Das sind mehr Berge. Du magst die Berge. Ja, ich bin ein Land. Dann macht ja nichts, ist ja auch schön. Also, ist immer wieder lustig. Ja, manche, ich hab auch Kunden gehabt, die haben in so Innsbrucker Raum gewohnt, die haben gesagt, sie hatten das genau aus. Sie fühlen sich erdrückt, eingesperrt, eingeengt von diesen Kesseln, wo du da drin bist. Und dann taucht es wieder voll. Ja. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Das stimmt. In Wien suchst du auf jeden Fall die Berge verzweifelt. Ja. Das ist
ein weiter Weg zum ersten Berg. Der Schneeberg ist das nächste, wo man wirklich von einem Berg springen kann, ne? Ich sehe mal wegen so die Gegend, wo man sogar mal ab und zu Skifahren kann, wenn dann mal Schnee liegt. Fährst du Ski? Ja. Du, das kennst natürlich ganz dankbar, da hat man viele Möglichkeiten. Ja, stimmt. Das ist von wieder wieder schlecht alles. So, du bleibst so sitzen, Köpfchen ein bisschen hoch. Ich setze jetzt mal die Sachen an. Die Stimme weit oben ist auch. Ich bin ein bisschen schief, das versuche ich hier noch ein bisschen auszukorrigieren. Ein bisschen Nuancen kann ich korrigieren. Das war's super. Und Caro, war's okay? Ja. Perfekt. So, meine Liebe, das ist schon alles gewesen. Geht's gut? Ja. Die Augen werden ein bisschen feucht, gell? Ja, genau. Ich sehe schon. Da kommen die Tränchen. Ich denke, wir gehen, das nervt, das weißt du eh. Der schüttelt dann wieder die Tränendrüse aus. Ganz richtig. Oh, schön geworden, schön dezent. Wie gesagt, später kann man es immer noch größer machen, kleiner machen, können wir es in andere Richtungen noch verändern. Aber ich finde es insgesamt sehr schön geworden. Das ist es. Gefällt es dir? Ja. Gut. Das ist dann der Turm. Steht dir gut? Danke. Musstest du verstecken, Caro? Weil wenn ja, würde ich dir, glaube ich, auflegen. Wir probieren es mal kurz. Es gibt Kunden, wo man eben... Ja, wahrscheinlich muss ich auflegen. Also ich finde es aber so, ich finde es sehr süß, wenn du... eng ist, ne? Weil es einfach immer sehr, sehr kompakt aussieht. Aber reindrehen müssen wir diese zwei Löcher, die wir in der Nase haben, überwinden. Und es ist oft so, dass man halt dafür etwas aufbiegen muss. Okay. Das musst du jetzt entscheiden jetzt. Ja, vielleicht verstehst du. Machen wir hier die Haut ganz straff, vielleicht schaffen wir es auch so. Manchmal geht es so. Oh, es geht sogar. Super. Weil die sind, die passt schon, schon. Die Höcker sind bei dir optisch zwar sehr dick, aber sind ganz weich, also nicht glaubwürdig. Okay. Das geht, wir kommen rüber. Perfekt, dann lassen wir es so. Ja, dann können wir uns sparen. Gut, meine Liebe, dann erkläre ich dir noch die Pflege, wie das alles geht. Und dann, wenn du keine Fragen mehr hast, sind wir so langsam, aber sicher am Ende unserer Übung hier. War es schlimm für dich? Na. Gut. Du würdest es wieder machen? Ja. Sehr gut. Also, wichtig ist, Handhygiene, erster Schritt, Hände waschen, desinfizieren. Unser Handhygiene-Spray, jetzt zeige ich mal kurz in die Kamera, das ist wirklich geil, das ist schon probiert unten. Darf ich es mal aufsprühen, was du sagst? Was du damit bereit bist? Wie spannend riecht man. Ist lecker, ne? Ja. Ich, super, oder? Also, das ist, ich habe ein Handhygiene-Spray machen wollen, wo wirklich gut riecht und auch angenehm ist. Du hast bis bei 70% oder 30% Alkohol und hast aber auch pflegend. Schön rückfetten, also Rosenöl drin und so weiter, also viele, viele Sachen. Wenn ihr euch schauen wollt, schaut auf PC Megastore, könnt ihr die ganzen Sachen schauen, was da alles drin ist. Und es ist angenehm, ne? Ja. Also wirklich wichtig, Handhygiene, damit schadet es, das heißt gerade in der Klinik oder so, bitte aufpassen, nicht hingreifen, aber auch nicht, wenn du in der U-Bahn bist oder Geld angefasst hast. Septum ist Schleimhaut, Schleimhaut natürlich doppelt empfindlich für bakterielle Infektionen, also aufpassen. Dann, wenn die Hände sauber sind, und der Lipspray. Und der Lipspray einfach so ein Sprüher links, rechts in die Nase hier rein, kurz einwirken lassen, 30-40 Sekunden. Nach der Einwirkzeit von 30-40 Sekunden nimmst du bitte eine Küchenrolle, die Küchenrolle sprühst du auch an, reinigst links und rechts die Nasenlöcher. Dann nehmen wir Bondelit Gel, und Bondelit Gel, Tropfen auftupfen links und rechts, das Piercing bewegen und das war's.
Wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das ist 6 Wochen am Stück und in 6 Wochen kann man es wechseln, wenn du noch da bist oder wieder da bist. Mhm. Du kannst auch, wenn du sagst, kann man es aber machen, von mir ist es September. Okay. Das ist sich egal, wie es dir am besten Zeit aussieht. Haare waschen, Sport und Duschen ist am Morgen, wie gesagt, der Lauf. Haare färben 6 Wochen mit beim Friseur. Rauchen tust du nicht, haben wir gesagt. Wenn Schwimmen in Seen und Flüssen mit guter Qualität kann man. Untertauchen wird ein bisschen vorsichtig sein. Diese großen Klappe würde ich 3 Wochen meiden. Eigene Pools mit Salzwasser geben zu Hause. Okay. Naseputzen, Schweifen, ganz normal. Passt. Das ist ein Pflegezettel. Das Brand Gel, noch Fragen? Na? Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Stecken und Filmen lassen. Danke. Und das ist deins. Den Spiegel nehme ich dir weg. So. Dann bis zum nächsten Mal. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.